Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu einem Let's Read. Ja, gestern kam kein Let's Read, weil, erstmal hier so ein bisschen Info und so. Ja, gestern sehr spät von der Schule nach Hause gekommen und dann gestern auch noch englische Woche in der Bundesliga und ich wollte unbedingt Bundesliga gucken, sowohl zweite als auch erste. Und deshalb kam ich dann im Endeffekt nicht mehr zum Aufnehmen und so weiter. Dafür heute wieder. Aber morgen, ich denke, morgen werde ich ein Let's Read hochladen können. Oder zumindest versuche ich das, weil morgen Abend kommt meine Freundin. Ich muss das noch aufräumen und dann habe ich morgen noch Fahrstunden und ihr wisst schon. Ja. Aber ich denke, zu dem Let's Read werde ich schon kommen. Aber keine normalen Videos, weil ich dadurch, dass ich auch gestern nicht aufgenommen habe, habe ich natürlich keine mehr. Ich habe eben welche aufgenommen, die kriegt ihr aber auch natürlich heute. Und dann habe ich aber für morgen immer noch keine und deshalb muss ich erstmal wieder neuen Puffer aufbauen sozusagen. Und deshalb, ne? Es ist ein sehr kurzes Buch, was wir heute lesen. Ich habe leider schon reingeguckt, weil ich mir das schon gedacht habe, dass es kurz ist. Aber ich denke, ihr seht es ja jetzt schon an der Partlänge. Haddocks Notizen zu Fallunrud. Ja, lesen wir die mal. Ich war skeptisch, aber jetzt ist es offensichtlich. In den alten Hymnen steckte Wahrheit. Das Relief war nicht weit vom Eingang, so wie sie sagten. Ich habe keinen Zweifel mehr, dass es den Eingang zu Knievels Grabstätte verbirgt. Die beiden Schlüssel müssen irgendwo in der Nähe versteckt sein. Zeremonielle Kopien von Okin und Edulsch, den Waffen, mit denen Knievel am liebsten in die Schlacht zog. Doch ich wage mich nicht weiter, solange ich keine Leibwächter zur Begleitung angeheuert habe, zu denken. Knievel, der Häuptling der Zungen, könnte hinter nur wenigen fußtiefen Gestein bestattet sein. Der Vorfahr, an den wir kaum geglaubt hatten, hat wirklich gelebt. Zweimal verdammt soll ich sein, diese törichte Exkursion geplant zu haben. Ich hätte diese Söldner gleich anheuern sollen. Vielleicht besteht dafür keine Notwendigkeit. Das hier ist schließlich nur eine Grabstätte und nichts weist darauf hin, dass sie bewohnt wäre. Es ist ja nicht so, als würde es den seit 1000 Jahren Toten etwas ausmachen, wenn ich mich hier ein wenig umsehe. Ja, wenn der wüsste. Ja, das war's wohl leider schon. Es tut mir leid, aber na gut. Wir kennen Knievel aus dem Let's Play, falls ihr das überhaupt gesehen habt. Ein verdammt starker Gegner. Also da musst du wirklich ziemlich spät erst hinkommen. Ansonsten kriegst du nur aufs Maul von dem. Und ja. Wie gesagt, ich versuche natürlich morgen ein Let's Read zu organisieren. Kann es aber nicht versprechen. Also entweder ihr bekommt morgen eins oder ihr bekommt morgen keins. Das hat sich geräumt. Ja, auf jeden Fall, morgen keine normalen Videos, aber wie gesagt, ich versuche wenigstens ein Let's Read zu machen. Und wer weiß, vielleicht kommen am Wochenende wieder so Together-Parts mit meiner Freundin her, ja, sie will wieder aufnehmen, ne, generell. Ja. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schaltet den nächsten Part wieder ein, der hoffentlich morgen dann stattfindet, hoffe ich natürlich. Und ich sage bis dahin, tschüss!